Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. So, heute geht es mit dem Osterspecial weiter. Und zwar habe ich hier genau noch 4 Leute, die ich heute gerne noch abarbeiten möchte, damit ich dann morgen oder gegebenenfalls Donnerstag mit den Dings weitermachen kann, mit den goldenen Ostereiern, weil morgen wäre ja eigentlich das Let's Buy von dem friesischen Sportpferd dran. Morgen, mit, also am Mittwoch. Aber das kann ich ja dann auch noch mal ein bisschen aufschieben. So. Achtung, Kommandant Lucia, wir beordern sofort, alle Eier zu retten, die an der Front verteilt sind. Ich meine, die ich versteckt habe. Marsch! Den finde ich irgendwie immer voll süß. Frag mich nicht warum, auch wenn da so ein Befehlston drauf hat. Ich glaube, da hinten liegt auch noch eins. Also, hier ist Nummer 1. Ich hoffe, ich stelle mich nicht so dämlich an wie gestern. Also, das war gestern war echt dämlich. Ich bin, glaube ich, 5-mal an diesem Ei vorbeigeritten und trotzdem habe ich es nicht gesehen. Also, das war schon echt dämlich. Da glitzert es doch. Noch eins. Das wäre dann auch schon Nummer 3. Ich sehe es doch. Okay. Und da ist auch noch eins. Ich sehe sie doch. Das finde ich jetzt dezent komisch, ehrlich gesagt. Ach, hier liegen auch noch so bunte Eier rum. Ja, super. Ich gehe nochmal oben auf der Mauer gucken. Da sind nämlich meistens immer auch nochmal welche. Ist noch eins. Und da ist mein Pferd wieder an der Kante gescheitert. Ach ja, immer diese schöne an der Kante scheitern. Diese kleinen Treppen können aber auch schon echt tückisch sein. Gucke ich mal, ob ich hier oben noch was finde. Das sieht schlecht aus. Das sieht sogar sehr schlecht aus. Dann reiten wir noch mal nach hinten ein bisschen weiter lang. Ah, da sehe ich doch, es doch schon durch die Decke glitzern. Kann ich die auch von hier unten nehmen? Ich stelle mich mal direkt da drunter. Nee, muss ich doch nach oben reiten. So. Damit haben wir für den ersten dann schon alle Eier gefunden. Da auch nochmal gegen eine Wand rennen, das wäre super. Ha, wusste ich's doch. Aufgepasst, gute Arbeit, Lucia. Sie haben sich diese Auszeichnung verdient. Frohe Ostern.
Und was habe ich gekriegt? Ein gekochtes Ei. Das ist super. Das werde ich sowieso verkaufen, weil ich das nicht gebrauchen kann. Ja, weiter geht's nämlich nach... das Einzige, wo ich noch Eier suchen kann von Personen, ist nämlich in Golden Hill Valley. Nämlich beim Bürgermeister Klaus, bei Awa und bei Jasper. Aufs Fröhliche suchen. So, nein, auch in die Air Heroes möchte ich nicht. Oh, was habe ich... Oh, verdammt. Ja, jetzt weiß ich nicht, wann meine Aufnahme zu Ende ist, weil ich nämlich meine Uhren gestoppt habe. Die ist nach Jarlaheim, da muss ich noch warten. Ich wusste es, dass ich das, dass ich das jetzt wieder verpasst habe. Ich knallkopf. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir eigentlich in Dings schon welche? Das weiß ich gar nicht. Ob es in Jarlaheim und in Jarlaheim und in ein paar anderen auch noch welche gibt. Das müsstet ihr mir mal in die Kommentare schreiben, weil mehr als das werde ich... Also das für heute werde ich wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich kein großer Fan von den Ponys mit diesen Turnierzöpfchen. Ich bin generell kein Fan von diesen Turnierzöpfchen, wenn ich ehrlich bin. Ich mag diese Turnierzöpfchen halt nur am Turnier und wenn ich außerhalb reite, also außerhalb des Turniers, finde ich das irgendwie besser. Naja, finde ich so eine normale Mähne besser. Welche Mähnen ich jetzt am besten finde, sind die Shire-Mähnen, die Pony-Mähnen und die Isländer-Mähnen. Die finde ich richtig, richtig süß. Die finde ich nämlich ultra niedlich. So. Ich hoffe, ich überziehe das Video nicht wieder allzu lang. Entschuldigung für meinen Hund im Hintergrund, der da ein bisschen ausflippt, weil er wieder irgendwas gehört hat, was er nicht hören sollte. Oh, sorry. Es ist gut jetzt. Oh, dieser Hund. Naja. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr im Hintergrund. Danke. Ey. So. Es befindet sich ein goldenes Osterei bei mir in der Nähe. Das ist doch schön. Da ist der Bürgermeister Klaus. Eiersuche? Ja, natürlich. Wenn du alle findest, bekommst du einen Preis. Dreimal eine Karotte, eine Mandarine oder eine... oder drei Äpfel. Oh. Hier haben wir auch nochmal wieder ein Ei. Worum ich mich aber jetzt nicht kümmern werde, weil die goldenen Ostereier machen wir ja in einem extra Video.
Die Standorte der goldenen Ostereier hatte ich mir auch jetzt schon aufgeschrieben. Glaube ich, ja. Und darum kümmere ich mich dann auch darum kümmere ich mich dann auch beim nächsten Video, wenn ich das ja jetzt fertig habe. Und ich habe schon 10 Minuten aufgenommen und bis jetzt eine Person geschafft, die Eier zu finden. Also kann auch sein, dass ich da noch mal ein extra Video einschieben muss, falls es doch zu lang wird. Und jetzt bin ich voll gegen die Ecke gelaufen. Ich bin voll die Eckenläuferin. Hier haben wir Nummer 1. Ich laufe jetzt erstmal unten rum lang. Ich laufe nämlich wieder viel zu systemlos durch die Gegend. So. Hier ist Nummer 2. Was ich heute auch noch schaffen muss, ist nämlich zur Ferdinand, Eddie und Ferdinand zu reiten. Und dort die Dings holen. Um dort die Quest noch heute noch zu machen. Ich weiß, dass ich mich vom goldenen Osterei wieder entferne, weil ich mich um das goldene Osterei noch nicht kümmern werde. Hey! Ach, Hund. Es tut mir schon wieder leid, aber wartet mal kurz. Ja, er sitzt bei meinen Eltern nebenan und bellt sich die Kehle aus dem Leib, nur weil ein paar Leute am Fenster vorbeilaufen. Ich habe das Fenster jetzt mal zugemacht und hoffe einfach, dass er das nicht mehr hört und habe jetzt auch die Tür von meinem Eltern Schlafzimmer zugemacht und hoffe einfach, er hört jetzt auf zu bellen und dass man, wenn er dann bellt, dass man das dann nicht mehr so laut hört. Wo sind denn die anderen beiden Eier? Das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt wieder blöd. Da habe ich natürlich wieder keine Ahnung, wo dieses Ei stecken könnte. Was ich ein bisschen dezent kacker finde. Da ist noch ein Ei. Und wetten, das letzte Ei befindet sich auf der anderen Seite auf dem Steg. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Dann wollen wir doch mal gucken. Nicht. Okay, das wundert mich jetzt eigentlich. Wo ist bitte das letzte Ei? Ich finde es einfach nicht. Das finde ich jetzt kacke.
Ich sehe schon, das wird schon wieder wie gestern, dass ich mir jetzt hier wieder den Arsch nach diesem Ei absuche. Und wenn ich es dann gefunden habe, war es eigentlich ziemlich einfach. Ach Mann, es ist doch zum Mäusemelken. Ich renne hier wieder wie so eine Bekloppte durch die Gegend und habe keine Ahnung, wo dieses Ei ist, ey. Ach, Menno. Natürlich war das klar, dass ich jetzt wieder da hängen bleibe. Also so langsam macht das echt keinen Spaß mehr. Da habe ich geguckt, da lag nur das eine Ei. Ja, es ist eine Treppe. Oh mein Gott, sie ist so schwer hochzulaufen. Ja. Ich finde dieses Ei mal wieder nicht, weil ich zu blöd dafür bin. Ach, da ist es doch. Und wieder laufe ich gegen eine Wand, weil das Pferd wieder zu sehr steuert. Geil. Ach ja. Na sieh mal, du hast alle gefunden, du hast ja alle gefunden. Es ist mir eine Ehre, dir diesen Preis zu überreichen. Frohe Ostern. Und es sind 3 Karotten geworden, wer hätte es gedacht. Ich würde dann aber an der Stelle ja dann auch schon wieder einen Cut machen, weil das ansonsten jetzt keinen Sinn mehr hat. Ich habe leider wieder nur 2 von 4 geschafft. Gut, ich habe gestern und vorgestern ein paar mehr geschafft, aber ich bin eher, jetzt mal ganz ehrlich, sonst wird die Folge viel, viel, viel zu lang und das wird, das wäre blöd. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!